und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, es ist endlich soweit. Wir beginnen mit dem Bau des Wiener Hauptbahnhofs. Ich freue mich schon riesig drauf, denn wir haben ja jetzt auch neue Möglichkeiten. Und zwar gibt es jetzt eine Mod, die Bahnsteighöhe verändert. Die habe ich natürlich sofort abonniert bzw. installiert. Und das Ganze bringt uns jetzt natürlich die Möglichkeit, auch schönere Bahnsteige zu machen, denn die Originalbahnsteige sind ja einfach nicht anzusehen mit dieser Distanz, die da entsteht, beziehungsweise jeder weiß selbst, der Transport Fieber 2 spielt, dass da irgendetwas schief gegangen sein muss, denn die Bahnhöfe, suchen wir sich da mal einen. Ja, das ist jetzt natürlich nicht einer von den Originalspielen, ich glaube, ich habe fast gar keine Originalbahnhöfe mehr. Ja, egal, auf jeden Fall die Originalbahnhöfe, da entstehen extrem große Kanten und der Höhenunterschied ist natürlich auch beinahe nicht brauchbar und deswegen freue ich mich riesig, dass diese Mod endlich ins Spiel gekommen ist, beziehungsweise es gab ja schon so etwas einmal und dass das quasi wieder zurückgekommen ist. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte sofort anfangen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alles auf einmal nicht schaffen werden und deswegen legen wir jetzt sofort los. Und zwar ist für mich einmal wichtig, dass wir die Gleise weiter verlegen. Ich habe übrigens offscreen noch, um das Ganze zu zeigen, ich habe offscreen übrigens die, wie ich angekündigt habe, die Burg Kreuzenstein ein bisschen versetzt und jetzt sitzt sie nicht mehr hinter Stockerau, sondern genau zwischen Korneuburg und Stockerau und dann bringt das Ganze optisch noch ein bisschen mehr Details mit, beziehungsweise passt besser zum Detailbau. Ja, dann habe ich hier auch ein bisschen herumexperimentiert, denn wir möchten ja zukünftig die Bahn Richtung Wiener Neustadt verlängern und da habe ich jetzt ein bisschen auch noch Terraforming betrieben. Und wie gesagt, die ganze linke Seite sind jetzt mal nur Platzhalter, damit wir uns dann in weiterer Folge die Städte selbst platzieren, wo wir sie ungefähr quasi der Realität entsprechend platzieren können. Gut, jetzt möchte ich aber sofort loslegen. Und zwar hätte ich mir überlegt, dass wir haben ja hier die Haltestelle des Busses und wir haben hier die Haltestelle der Linie D. Das gefällt mir schon etwas gut, allerdings muss ich mir das jetzt anschauen, wie ich das am besten mit dem Hauptbahnhof mache, denn ich werde da jetzt ein bisschen eine Drehung einbauen und da kommt der Zug aus dem Tunnel raus. Das ist jetzt nicht so toll, genau da bleiben wir bitte auf dieser Höhe mit einer leichten Kurve. Da kommen wir noch mit, dann machen wir hier den Bahnhof hin. Und zwar der Hauptbahnhof hat ja zwei unterirdische Gleise, unter anderem aber auch natürlich die U-Bahn, die da fährt. Und somit passt das schon etwa, in etwa. Wenn wir dann die U-Bahn nämlich von Leopoldau machen, da durchfährt und darüber und dann in die Stadt hinein und eine Drehung wieder vollzieht, könnte sie ungefähr bei unserem Hauptbahnhof ja rauskommen. Ich meine, sie soll ganz sicher bei unserem Hauptbahnhof oder in der Nähe unseres Hauptbahnhofs rauskommen. Aber das ist jetzt noch so eine Sache. Gut, jetzt möchte ich hier mal diesen Bahnsteig hinbauen. Und zwar schon bitte einen Bahnhof. Dann hätte ich gerne den Untergrundbahnhof. Dann drehen wir den da mal ein bisschen und dann müssen wir... Okay, also hier können wir nochmal nicht anschließen. Wir könnten ihn sogar ganz leicht drehen. Ich glaube, der Hauptbahnhof ist sogar ein bisschen gebogen. Aber das will ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben. So, wo war denn das? Wo wäre denn das? Ist egal. Plattformlänge 160 Meter, Plattformhöhe genau 550. Das ist Standard in Österreich. Ich habe mich da extra nochmal erkundigt, weil wir ja jetzt eben die Module haben mit den verschiedenen Bahnsteighöhen. Und standardmäßig wird in Österreich 550 mm gebaut. Das ist eigentlich recht gut, das brauchen wir nicht. Track Numbers haben wir 2. So, das ist ein bisschen sehr interessant. Haben wir 180, nein, machen wir 160. Weil wir könnten eigentlich 200 machen. Machen da so einen ganz kleinen, schwachen Radius. Genau. Keine Steigung, ich hätte das gern zweigleisig. Die Plattformbreite kann eigentlich so sein, aber ich hätte gern Plattform links und Plattform rechts. Genau, das entspricht nämlich in etwa dem Bahnsteig.
Steil und dann hätte ich das gerne klein. Ja, da bin ich eigentlich schon zufrieden und jetzt fahren wir ein Stück entlang und hoffen, dass wir da andocken können. Schauen wir mal, ob wir da andocken können. Wo sind die Gleise? Die sind hier, aber er kann hier nicht anschließen. Warum kann er hier nicht anschließen? Gut, wenn ich jetzt sage, hier kannst du nicht anschließen, ich gehe ein Stückchen darüber. Ich kann mir eigentlich nicht einstellen, wie tief das sein soll. Okay, das gehen wir wieder weg, wer weiß, was da passiert. Nehmen wir das hier und das hier. So, jetzt würde ich trotzdem gern wissen, warum er da nicht anschließt. Vielleicht, wenn ich es drehen würde. Würde das dann anschließen? Nein, also das liegt einmal nicht an dem, sondern das machen wir ganz einfach. So, gehen ein Stückchen rüber. Also das muss ich nochmal drehen. Diese Fitzelei ist nicht gerade eine meiner Stärken. So, da kommst du jetzt hin. Und jetzt machen wir den Gleisbau und schauen einmal, wo das da gescheitert ist, dass wir da nicht hingekommen sind. So. Na, ich brauche Gleise. 160, 50 Meter. Mal schauen, das klappt schon. Das heißt, wir können hier da rausgehen und sind einfach so mutig und versuchen da direkt anzuschließen. Dann sollten wir eigentlich auch eine schöne Steigung hinbekommen, die sich dann, wenn wir die Mitfahrt machen, auszahlt. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur da rein müssen. Das habe ich mir fast gedacht. Der Seite kommen. Da rein will, dann geht das auch. Damit kann ich sogar leben. Ja, das passt. Was wir aber jetzt machen, ist, dass wir das hier so machen. Dann sind wir da zu 100% parallel. Und wieder im letzten Stück. Genau, und das haben wir schon, den Fehler. Im letzten Stück. Safe. Ja. Im letzten Stück machen wir diesen Anschluss wieder. Ja, das darf gerne so sein. So, dann bauen wir aber hier gleich die Signale dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir das angewöhnen will mit den Signalen. Allerdings ist es zeitweise wirklich hilfreich, hier die Signale zu setzen. Dann kommt das Blocksignal hier hin und das Blocksignal kommt hier hin und gleichzeitig kommt dieser Bereich. So. Gut, und du kommst natürlich. Natürlich noch, nein, eigentlich müsstest du gar nicht. Wobei, warum eigentlich nicht? Oder lassen wir sie alle gleich? Das ist der City Airport Train, das heißt, der hätte ja eigentlich Vorrang, weil der immer versucht, so schnell als möglich zum Flughafen zu kommen. Sollen wir den da dann noch aufhalten? Sollten wir hier noch was hinsetzen? Oder wir lassen das gleich, dass das nicht zu viele Signale werden. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher, was ich da gerne haben möchte.
das so. Das gefällt mir, das passt. Gut, der Hauptbahnhof ist soweit fertig. Das Einzige, dass man da... Also, der Hauptbahnhof ist auch noch nicht fertig. Das ist zumindest fertig. Aber bevor wir da jetzt diese... Naja, die müssten wir eigentlich gleichsetzen. Das wäre schon sinnvoll, wenn wir das gleichsetzen würden. So ist das bei Straßen. Dasselbe machen wir hier. Und dann fügen wir das Ganze zusammen. Dann ist das nicht Wien Anbau, sondern Wien Hauptbahnhof. Aber in Klammer S für S-Bahn, dann weiß ich, dass das der S-Bahnhof ist. Wenn wir jetzt den richtigen Bahnhof drüber setzen. Sieht gut aus. So. Und jetzt wird es wahrscheinlich schon das erste Mal sich splissen hier, weil wir, beziehungsweise weil ich jetzt gerne das Teil hier haben wollen. Ja, genau. Das ist aber schön hoch auf einmal. Ja, gern zehngleisig natürlich, es ist ja der Hauptbahnhof. Hochgeschwindigkeit, Oberleitung ja. Modul außen links. Zwei, vier, sechs, acht. Mit dem Pfeilerkollision. Kann ich da jetzt irgendwas mit hoch und runter noch verändern? Ich hätte das gern da. Das geht nicht. Und vor allem hätte ich den gern 320 Meter. Das ist ja das nächste. Da müssen wir wohl das nehmen, was ich als ursprüngliche Variante des Hauptbahnhofs vorgesehen hatte, und das war eigentlich das hier. Ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Hm? Nein. Aber dieser Bahnhof lässt sich wieder nicht richtig... Ah, das ist wieder so ein Bahnhof, der sich nicht richtig einstellen lässt, weil er so dermaßen ruckelt. Ja, Plattformlänge bitte 320 Meter. Und dann hätte ich gern 5 Gruppen. Ich gern 160. Also gewisse Sachen sind echt ein Graus zu bauen. Es tut mir fürchterlich leid, dass ein Spiel so dermaßen zu laggen anfangen kann, wenn man einen Bahnhof bauen will. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen unrund. Es ist beinahe unmöglich, diesen Bahnhof zu bauen. Es tut mir wirklich leid. Ich muss da aufhören. Da kriege ich wirklich gerade alle Zustände. Und kaum gehe ich rein, muss ich den Bahnhof unbedingt abwählen. Und der geht. Kaum geht man auf einen von den beiden, es ist schon wieder vorbei. So, wie kriege ich das jetzt hin? Wie kann ich mir da jetzt einen Bahnhof bauen, den ich haben will, so wie ich ihn haben will? Wir nehmen ganz einfach jetzt... Da
kriegst doch irgendwo die Elevated Passenger Station. Genau die möchte ich haben. Ist zwar nicht das unbedingt das, was ich gerne hätte, aber ist egal, das nehmen wir jetzt. Sonst spielen wir die nächsten 10 Stunden auch noch daran. Achtgleisig, ich hätte das gern noch größer. Hochgeschwindigkeit, Oberleitung, Höhe machen wir 15 Meter. Und drehen wir da mal ganz kurz. Eigentlich könnten wir ja sogar so drehen. Das würde mir gefallen und jetzt gehen wir da so hin, setzen den da mal her. So, wie passt das jetzt ins Bild hinein? Gar nicht so schlecht. Kann ich da noch Gleise dran setzen, beziehungsweise ist es mir möglich, ist einmal nicht Wien Transfer, sondern das ist jetzt wirklich der Wien Hauptbahnhof. Was habe ich für Möglichkeiten hier zu modifizieren? So, 550 der RAC. Dann schüttet er natürlich sofort auf. Was macht er hier? Auch hier würde er sofort aufschütten. Schade, dass die nicht als ohne Aufschüttung gibt. Kommt da noch was vom Modder? Ja. Also eigentlich könnte man das durchaus schon so lassen. Das Einzige, das ich jetzt noch brauche, ist, mir würde sogar das mit dem Bahnhofsgebäude hier zu gefallen, aber unterirdisch, es ist ein Aufgang. Das nur 8 Gleise haben wir da jetzt. Und der Hauptbahnhof hätte eigentlich, glaube ich, noch 2 mehr. Warum überlege ich so lang? Ganz einfach, weil das wirklich passen muss. Ich will dann nicht anfangen zu bauen und dann können wir den Bahnhof so gar nicht verwenden, weil er uns überhaupt nicht gefällt. Also das passt gar nicht. Ich muss jetzt mal irgendwie schauen, dass wir da eine Straße rauskriegen. Da hätte ich gerne wieder die, jetzt mal kurz Pause, haben wir eh geschalten. Dann würde ich da gerne das hier nehmen, 16 Meter, Busspur, das lassen wir so. Dann nehmen wir nicht die 16 Meter, sondern dann gibt es glaube ich was mit 10 Meter. Ja, aber nicht die, aber die gibt es in 10, also die gibt es in 10 Meter und die nehmen wir. Passt auch nicht, warum passt denn du gar nicht? Schaffen wir es mit 3 Meter. Mit 3 Meter schaffen wir es. Das ist ja nur eine Behelfslinie, damit der Bahnhof angeschlossen ist. Wo ist denn jetzt eigentlich der Eingang von diesem Bahnhof hier? Kommen denn die Leute dahin? Könnte das so machen. Gehen wir das einmal so. Und auf
der Seite machen wir das so. Und hier so. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann müssen wir das noch verbinden. Nämlich so. So. Und dann schließen wir das hier da an und das schließen wir da an. Dasselbe machen wir in die Richtung. Und hier in die Richtung und das passt auch. So, das Einzige, was ich jetzt noch machen möchte, ist gerne malen. Dann würde ich großzügig jetzt asphaltiert werden. Das ist gleich größer. Ja, dieses Thema mit diesem Asphalt geklärt, endgültig geklärt. So, und hier auch. Passt hier auch, hier auch, hier auch. Betonwüste. Passt. Gut. Dann hätten wir das einmal. Sieht schon besser aus. Die Wege passen auch. Jetzt könnten wir da zum Beispiel einen großen Vorplatz bauen. Dann nehmen wir gerne das hier. Schauen wir mal, was passiert. Das passt, das machen wir so. Und das Stück nehmen wir weg und machen das so, der ohne diesen Bänken. Genau, dann haben wir das erledigt. Und jetzt können wir mal versuchen, wie das aussehen würde, wenn wir da mit diesen Assets herumspielen. Da haben wir ja so ein paar so Assets, die wir verwenden können. Das ist Tankstelle, das ist wie, das ist riesig. Naja, das hätte ich eher gern für die Innenstadt. Das wäre schon nicht schlecht. Das ist mir zu groß. Das wäre was für Wienerberg City. Twin Towers. So, schauen wir mal. Ja, es wird wahrscheinlich wieder bei sowas hier bleiben. Haben wir noch was? Industrial. Das ist aber Gen City. Ja, das sind diese Gebäude hier. Also da könnte ich mich durchaus damit anfreunden, dass wir das hier mal nehmen und das so anschließen bzw. irgendwie da reinglitschen lassen. Mal schauen, dass das gut aussieht. Wie kriegen wir das am besten hin, indem wir das einfach... einfach so machen. So, das ist jetzt wieder Fummeleiarbeit. Machen wir die eine Seite mal mit dem hier. Setzen wir sich da so einen Block hin, den drehen wir. Dann kriegen wir da einen schönen Abschluss. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger drehen. Na, sollte man vielleicht auch richtig platzieren. Das kennen wir schon. Das kennen wir noch nicht.
dran stellen, so. So. Das passt auch. Na. Das würde mir gefallen. Ja, setzen wir das. Nehmen wir das da schön hin. Jetzt bin ich mir selbst im Weg mit diesem. Ja, das lassen wir so. Passt. Wir könnten aber eigentlich überhaupt sagen, hey, nein, das ist gar nicht notwendig. Das kann man in Scheibchen abtragen, das Gebäude. So, machen wir das so. Und auf der drüben Seite bauen wir sich sowas ähnliches. Dann nehmen wir aber. Warum nehmen wir nicht eigentlich wirklich da jetzt mal dieses Gebäude hier? Setzen das da dran. Drehen das gute Stück. Setzen das da dran. Und da dazwischen müssen wir auch noch was reinsetzen. Aber was setzen wir da? Na, die nicht. So könnte ich sagen, unser Hauptbahnhof ist soweit fertig. Aber was wir jetzt noch brauchen ist, jetzt müssen wir den Vorplatz, den machen wir dann in Ruhe später mal. Weil wir müssen auch noch schauen, dass wir das dann mit dem Autobahnanschluss und so hinbekommen. Beziehungsweise die Straßen sind jetzt nur mal da, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Noch so irgendwie machen. Dass wir hier noch eine breite Straße haben. Stadtstraße. Zweispurig. So. Darüber. Das kommt weg. Und das kommt. Ach, nicht Gleise. Straße bitte. Und das kommt dann da. Darüber. Ja. Lassen wir das einmal so. Dann haben wir das auch angeschlossen. Und was ich hier jetzt gerne machen würde, ist schon bereits die Richtung vorgeben, dass wir sagen, hey, das ist der zukünftige Autobahnanschluss und der geht darüber. Und du gehst darüber. Das gefällt mir so gar nicht, aber so wird es mir gefallen. Und du kommst weg. Dafür schließen wir dich. Ja, das passt. Darüber kann man reden. So, jetzt brauchen wir noch etwas. Und zwar, da in der Innenstadt müssen wir jetzt auch bald einmal anfangen, ein bisschen anders zu denken. Da müssen wir möchte ich gerne die Ringstraße bauen. Das wird noch ein großes Desaster werden, weil da werden wir auch ziemlich viel abreißen müssen. Da möchte ich so eine Art Ringstraße machen.
das kriegen wir sogar hin ohne größere Probleme. Ich glaube, das schaffen wir. Aber das schauen wir sich dann in einer der nächsten Folgen an, denn ich möchte nicht, dass das Ganze jetzt wieder zu lange wird. Ja. Was wir aber jetzt machen könnten, ist, nein, das machen wir noch nicht. Das schauen wir sich in der nächsten Folge an, wie wir das Ganze dann vollenden. Wahrscheinlich werden wir dann auch gleich mit der Ringstraße beginnen und dann ziehen wir die Gleise da mal raus und schauen, wie sich das Ganze in die Landschaft fügt. Und dieses Schwächertier ist ja eigentlich ein bisschen fehl am Platz, denn die Drehung, das müsste dann etwa hier hinkommen. Gut, aber wir wollen ja Wien sowieso noch größer machen, beziehungsweise wollen wir sowieso noch mehr Städte haben, mehr kleine Städte, und Wien soll ja riesengroß werden. Ich hoffe nur, dass sich das ausgeht mit der Performance. Aber das führt mich gleich zum nächsten Thema. Es ist ja bereits ein Performance-Patch angekündigt, beziehungsweise nicht ein Performance-Patch, es ist ein großer Patch angekündigt, und ich hoffe es mir wirklich und ich wünsche es mir sehr, dass dieser Patch die Performance in den Griff bekommt, dass dann auch größere Städte realisierbar sind und vor allem, wenn man dann schon einen guten Rechner hat, dass man das zumindest ausnutzen kann. Und mit dem Bild des täglichen Morgenverkehrs bzw. der vorbeifahrenden S-Bahn werde ich mich jetzt von dir verabschieden. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fieber 2. Servus.